Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 MyTeam-Karriere. Ich will immer Breaking Point sagen, ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da sind wir in Kanada gefahren. Da haben wir Motorenschaden gehabt, leider. Jetzt weiß ich erstmal ein paar Aktivitäten zu. Was ist das? Forschung und Entwicklung haben wir keine Ressourcenpunkte bekommen. Schade. Weiß ich mal hier ein paar Aktivitäten zu. Das noch für die Aerodynamik, also für das Team. Ja, da sollte die Zeit ganz gut genutzt sein. Und jetzt haben wir 2 Millionen. 2 Millionen haben wir jetzt über, dann können wir doch was vielleicht am Triebwerk oder Aerodynamik machen. Machen wir Aerodynamik. Bauzeit vielleicht. Bauzeit ist immer gut, weil die Updates sollten mal ein bisschen schneller ankommen, weil das dauert viel zu lange in letzter Zeit. Und wir müssen auch mal ein bisschen einen Schritt nach vorne machen. Ne? Alpha Tauri hat uns schon wieder überholt. Das geht gar nicht. 607 Ressourcenpunkte haben wir. Machen wir das doch mal hier. Was ist das für den Motor? Oder ist das. Nee, Chassis. Machen wir das. Das war gut für Chassis. Das ist sehr gut. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht wieder was beim Motor. Scheiße, hätten wir doch das hier bei einer Strapazierfähigkeit gemacht, wäre besser gewesen. Ich glaube, Getriebe war das, was nicht angekommen ist. Hier, das sind unsere Upgrades, die ankommen sollen. Zwei für das Chassis, eins für Aero und eins für das Antrieb. Das für die Strapazierfähigkeit können wir uns momentan nicht leisten. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, und dann. Genau, hier sind wir hier beim Motor, ne? Also hier bei den Triebwerkelementen. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen austauschen. Hier so zum Beispiel MGUK, das müssen wir machen. Das auch noch ein bisschen. Weil letztes Mal in Kanada hatten wir einen Motorenschaden, da habe ich mich so aufgeregt, ne? Unglaublich. Wir hätten das Rennen gewinnen können oder sogar Zweiter oder Dritter werden können. Das war ein guter Start von uns, gute Ausgangsposition. Nach der Strategie wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen, die Position. Vielleicht Platz 3 wäre drinnen gewesen. Ja, wenn wir schon alles wechseln, dann. Also wenn wir schon Triebwerk wechseln, dann wechseln wir auch alle Komponenten, ne? Weil weiter hinten als 22 kann man eh nicht starten, ne? Deswegen ja. Dann wechseln wir alles. So, das sieht doch gut aus. So, spulen wir jetzt die Zeit etwas vor, ne? Genusszeit verschwendet hier. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ah, das kriegen wir doch mit links hin, nicht? Was ist denn da hier nicht angekommen? Aerodynamik, glaube ich, ist nichts angekommen. Chassis ist auch nichts. Hier am Triebwerk ist was angekommen. Das sieht doch gut aus. Das kann man auf der Strecke gebrauchen. So, das können wir uns immer noch nicht leisten. Doch, können wir. Nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch ein Ereignis. Mit unserem Fahrer und wir wollten fragen, wie wir damit umgehen sollen. Ja, 750 Ressourcenpunkte haben wir leider nicht. Schade. Sonst hätten wir mit dem Fahrer gesprochen. Jetzt müssen wir nichts tun, toll, dass weil du dir ne, wir haben Zeit ja keine genommen hast. Ressourcenpunkte. Naja, schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Spulen wir weiter die Zeit vor. Sehr gut, dass auch noch reinkommt für die Aero. So, dann würde ich mal sagen, springen wir sofort zum Wochenende. Aber bevor wir anfangen, schön erstmal Kanal abonnieren. Kostet nichts, kostenlos. So, da wären wir wieder zurück. Hier im Zentrum, in der Rechtszentrale. 27 Runden haben wir vor uns hier in Frankreich. So, das eine für das Triebwerk ist angekommen, das für das Chassis, für Strapazierfähigkeit nicht. Wettervorhersage, es soll nicht regnen. So wie es bis jetzt aussieht. So, wir sind hier in Q1 in der ersten, vielleicht beginnen wir unsere erste fliegende Runde. Das wird aber auch, glaube ich, die einzige fliegende Runde sein, weil ich will einfach nur mal das Auto kurz testen, nicht im Qualifying und gucken, wie schnell wir sind. Weil wir haben ja die Komponenten gewechselt gerade eben und weil wir alle Komponenten gewechselt haben, also von jedem Komponenten neues Teil genommen haben, werden wir von Platz 22 starten. Deswegen, oh, das war ein bisschen weit draußen. Teste ich erstmal nur das Auto und dann springen wir gleich sofort ins Rennen. Lundgren ist auf Platz 20. Nicht so schnell von ihm. Der war schon mal besser. So, Qualifying ist jetzt beendet. Das heißt, das ist unsere erste und letzte Runde, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Die erste sagt das aber ganz gut aus, finde ich, bis jetzt. Natürlich hätte man ein bisschen schneller sein können, vielleicht, aber.
Aber ich fand, der sieht schon ganz gut aus. Hier haben wir ein bisschen Zeit verloren jetzt gerade, habe ich gesehen. Das war zu viel Schlenkerei. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Ja, aus dem Qualifying werden wir sowieso raus sein, aber die Runde, finde ich, sah bis jetzt ganz gut aus. Außer 2, 3 Fehler, die da drin waren, aber sonst war ganz gut. Wofür reicht die Zeit? Für Platz 19, 18 sowas ungefähr, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Hamilton, Bottas 1 und 2. Wir sind auf Platz 18. Weißt du, wir haben nur eine 5-Positionsstrafe. Ich dachte, wir haben viel mehr. Wir haben ja alle Komponenten gewechselt, ne? Und wir haben nur eine 5-Plätze-Strafe. Das ist schon ziemlich krass. Tja, leider haben wir ein paar Grid-Strafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ah, scheiße, durch das Qualifying haben wir jetzt Rivalitätsgleichstand mit Gasly. So, hier durch das Training haben wir noch ein bisschen Ressourcenpunkte frei. Da machen wir doch vielleicht mal was an am Triebwerk. Vielleicht das hier am Zylinderkopf. Das soll nach England ankommen, vor Ungarn. Das sieht so ganz gut aus. Machen wir das doch mal. Da haben wir ein bisschen mehr Abstand im Triebwerk. Dann sind wir mit Abstand das beste Team da. Und dann sollte das ganz gut aussehen. Oh, sogar Alfa Romeo hat uns überholt. Alter, was ist denn los mit unseren Entwicklungen? Bei uns läuft ja momentan gar nichts hier. Unverschämt sowas. So, springen wir sofort ins Rennen und mal gucken, was wir reißen können. Willkommen in Frankreich, einem der großen Meckas des Rennsports. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, es wird auch als Geburtsort der ersten Autorennen überhaupt gegen Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet. Seitdem hat sich natürlich so einiges verändert und gleich geht es hier los beim großen Preis von Frankreich. Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Chikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo und Perez. Vettel, Leclerc, er hat eine Gridstrafe erhalten. Stroll und Carlos Sainz. Raikkonen, Giovinazzi, Yuki Tsunoda. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Mick Schumacher. Fernando Alonso, Ocon, er hat eine Gridstrafe erhalten. Christian Lundgaard und Pierre Gasly. Russell, Latifi, Mazepin und der Professor. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Habt ihr das gesehen? Schumacher startet von Platz 14. So, das sind unsere Strategien, die vorgegeben werden. Wir bearbeiten die mal ein bisschen. So, das sieht schon besser hier aus. Benzin nehmen wir ein bisschen weniger mit, das ist ein bisschen zu viel, was wir hier haben. So, für 1,3 Runden mehr, das sollte reichen. Kommen noch ein bisschen weniger, oder? Ja, oder machen wir für 2 Runden mehr. Ist auch gut. Weil bei dem Auto kann man ja nie wissen. Und da kommen auch schon die 5 roten Lichter. Und es geht auch schon los. Boah, guter Start von uns. What the hell, Alter? Das war ja ein Bombenstart von uns.
Sofort zwei Autos überholt. Ja, leichte Position mit Latifi. Naja, macht nichts. So, Lundgren haben wir auch schon, unseren Teamkollegen. Der will da aber nochmal reinstechen. Aber wir sollten vorbei sein. Oh, los, keine Berührung. Der ist immer noch neben uns. So, später bremsen. Und dann sollten wir jetzt vorbei sein. Platz 15. Oh, Platz 15. Boah, Raikön wurde aber ganz schön langsam. Komm, gehen wir mal hier an den Alfa Romeo-Piloten hier auf einmal innen vorbei. Oh, das war ein bisschen krass, ein bisschen eng. So. Platz 13 für uns. Nicht schlecht. Und das alles noch im ersten Sektor. Oh, Giovinazzi will kontern. Aber ohne Windschatten wird das wohl nichts, ne? Wenn wir unser ERS anhaben. Ja, das ist die Power von Mercedes eben, normal. So. Alonso ist vor uns unter einer Sekunde. Ja, jetzt eine Sekunde. Mal gucken, ob wir den bekommen können. In den nächsten paar Runden. Oh, wir kommen ziemlich weit raus aus der Kurve da. Bei Giovinazzi ist aber heute krass drauf. Der geht in Stellen, greift er an, wo man das gar nicht vermutet, dass er da angreifen kann überhaupt. Und dann noch mit harten Reifen. Krasser Typ. So, wir sind schon in Runde 6. Wir sind mal kurz gesprungen hier, ne? So, da kommen auch schon die ersten Softstarter in die Box. So, Vettel und Leclerc und noch ein paar andere Verstappen, Hamilton auch übrigens. Jetzt sind wir schon auf Platz 8, sind wir jetzt schon. Ich bin ja noch ein bisschen weiterfahren. Wir machen ja eine Einstopp-Strategie. Wir machen Medium Hard. Und die anderen, die jetzt in die Box kamen, da kommen noch ein paar in die Box. Sainz, Perez. Die machen eine Zwei-Stop-Strategie. Norris und Bottas auch. Wir sind schon auf Platz 4. Giovinazzi auf 6. Jetzt Raikön auf 6. So, wir sind jetzt schon in Runde 10. Lundgren ist ausgeschieden. Oh nein, was macht unser Teamkollege denn da schon wieder? So, wir sind jetzt in Runde 11. Noch eine Runde später. Unsere Reifen sehen schon richtig abgenutzt aus. 60%, 54%. Wir gehen in dieser Runde in die Box. Auf harte Reifen gehen wir dann. So, oh nein. Hier vorsichtig einmal. Ich vergesse immer, wo die neue Boxen einfach ist von Frankreich. Ich vertue mich jedes Mal. So, hoffentlich ein guter Boxen auf unserer Boxencrew jetzt. Ne? Das muss jetzt schnell gehen. Das ist nämlich unser erster und einziger Boxenstopp hier in diesem Rennen. Das musste sitzen alles. Damit wir nicht zu weit nach hinten fallen. Oh, 3,0, wie richtig langsam. Das war zu langsam. Jetzt sind wir auf Platz 17, 18, 19 sogar schon. Hoffentlich kommen wir voll Latifi hier raus. Wo ist er überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Auf jeden Fall eine Sekunde hinter uns ungefähr. Egal, schnell weg hier, dann fliegt er uns nicht. So, da kommen auch schon die Nächsten an die Box, die vor uns waren. Russell, Marzipan und ich glaube noch ein paar andere, oder? Ne, nur die beiden. Ne, Stroll auch. Alonso auch. Kriegen wir die noch? Ne, leider nicht. Die waren leider zu weit entfernt. Schade. Vielleicht kriegen wir die da jetzt auf der Strecke. Die harten Reifen funktionieren bei uns auf dieser Strecke ein bisschen besser als die Medium-Reifen. Runde 13. Schumacher kommt auch in die Box. Ocon auch. Die sollten wir bekommen alle. Weil wir waren ja vor denen. So, das hätten wir auch. Runde 15. Wir haben uns gut an Alonso vorgekämpft, vorgearbeitet. Raikön ist in der Box, den überholen wir natürlich auch. So, eine Sekunde ist es nur noch zu Alonso. Den sollten wir bekommen noch. Und die davor. Oh, guckt euch mal das da vorne an. Die kämpfen da richtig. Die verlieren eine Menge Zeit. Aber Stroll und Alonso da. Und wer ist da überhaupt noch? Stroll, Alonso, Giovinazzi, Tsunoda. Oh, gehen wir hier außen vorbei innen. An Alonso vorbei und hier vielleicht nochmal an Stroll innen vorbei.
Boah, wir haben ja alles richtig gemacht. Die RS machen wir nochmal an und dann gehen wir nochmal hier an den Windschatten von Stroll und dann mit der RS an, auf nochmal und dann sollten wir hier auf der Gerade vorbeiflitzen. So, nehmen wir noch ein bisschen Windschatten von Giovinazzi mit. So, den können wir vielleicht hier auch noch überholen, außenrum vorbei, geht das? Und wie das geht, Alter. Oder auch nicht. Es geht nochmal an. Und dann sollten wir mal hier außenrum vorbei das einmal probieren. Funktioniert das? Nein, der Switchback nach innen? Nee, auch nicht. Oder doch? Probieren wir mal innen vorbeizukommen, das funktioniert. Oh nein, und Giovinazzi macht zu. Ich glaube, da gab es leichte Berührung, aber Gott sei Dank kein Schaden für uns. Außen vorbei vielleicht, oder? Nein, er macht verteidigt gut da innen. So, dann müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Oh, haben wir aber spät gebremst. Boah, da, oder Giovinazzi ist mich früh. Ich dachte schon, wir werden da hinten im Getriebe irgendwo. Na egal. Vettel und Giovinazzi gehen in die Box. Leclerc übrigens auch. Und Ricardo auch. Das ist Platz 8 für uns. Tsunoda vor uns, nicht weit entfernt. So, Sainz kommt jetzt auch in die Box eine Runde später. Mein Gott, was ist das für ein komisches Rennen irgendwie? Das ist komisch. So, Verstappen auch in die Box. Hamilton auch. Norris ist vor uns. Der bleibt vor uns. Der war schon in der Box, glaube ich. Ja, der war in der Box. So, Tsunoda ist der nächste, den wir uns schnappen. So. Jetzt sollten wir gleich die RS bekommen und dann auf der Gerade hier vorbeifliegen. Ja, RS machen wir schon mal an, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. DRS haben wir jetzt auch. Ah, ich glaube, das wird nicht reichen. Saugen wir uns erstmal nur ein bisschen ran. Vorbeifliegen können wir ja gleich immer noch. So, da sind wir schon um einiges reingekommen. So, Runde 18. Immer noch. Nur ein bisschen später. So, jetzt sollten wir den, glaube ich, haben. Perez ging in die Box und wer ist da noch? Bottas, glaube ich. Ja, Bottas ging auch in die Box. Das ist Platz 3 für uns, wenn wir zur Not überholen sollten. Das sollte jetzt gleich passieren. In den nächsten Momenten. Na, hier müssen wir noch einmal zurückziehen. Dann sollten wir vor Tsunoda sein und dann sind wir auch Platz 2. Eine super Position von uns. Hamilton ist hinter uns. Ey, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hamilton ist hinter uns. Ey, da müssen wir uns was einfallen lassen gleich. Und nur 1,4 Sekunden hinter uns. Ey, Tsunoda müssen wir jetzt schnell bekommen. Ganz schnell. Der hält uns so lange aus uns auf. So, DRS bekommen wir wieder. DRS haben wir schon angemacht. DRS haben wir jetzt auch. DRS meinte ich. Und jetzt sollten wir schön vorbeifliegen. So, Windschatten noch mal nutzen und dann außen vorbei. So, später bremsen als der und dann vorbeifliegen. So, gut. Platz 2 für uns. Hamilton ist 1,5 Sekunden hinter uns. Nicht viel. Runde 20 jetzt. Hamilton hat schon Tsunoda überholt und ist sofort hinter uns schon. 0,3 Sekunden. Ey, das wären jetzt harte 7,5 Runden. Das sage ich euch. Harte 7,5 Runden. Das wird jetzt richtig krass. Und das Ding ist noch, wir sind auf harten Reifen und Hamilton ist auf frischen Medium-Reifen. Oh, aber weit draußen. Oh, das hat halt gekostet. Das wird jetzt richtig hart, sage ich euch. So, noch ein bisschen Zickzack hier fahren, um den Windschatten zu brechen von Hamilton. Bottas schnellste Runde. Boah, wir halten uns aber momentan ganz gut vorne. So, jetzt wird es hier schwer auf der Gerade zu verteidigen, weil jetzt kommt, ist es die Gerade ist ziemlich lang und noch DRS dazu. So, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hamilton geht vorbei, wir müssen jetzt später bremsen als er und es funktioniert. Oh, Gott sei Dank, Alter, Gott sei Dank.
Guckt euch mal an, wie langsam wir sind, dadurch, dass wir gegen die Leute alle kämpfen. So, der nächste ist Ricardo, gegen den wir kämpfen. Hamilton hat keinen Bock mehr auf uns gehabt. 10 Sekunden zu Norris haben wir schon. So, das gleiche Spiel wie gegen Hamilton vorhin, mit Ricardo jetzt aber. Ricardo versucht's innen. Wir müssen jetzt ganz spät bremsen, ganz spät. Boah, Gott sei Dank hat das funktioniert. Aber wir sind ja auch auf gleichwertigen Reifen, ne? Ricardo und wir. Wir haben beide harte Reifen. So, da kommt er wieder zurück, Runde 24. Das gleiche Spiel nochmal von vorne. Diesmal bleiben wir aber vorne. Also diesmal haben wir besser verteidigt. Oh, nein. Boah, da hab ich mich schon drehen gesehen. Boah, alter Falter. So, da versucht das Außen nochmal. Da geben wir uns aber keine Chance. Der innen ist, den gehört die Kurve. Ey, der ist immer noch neben uns. Nee, das lasse ich nicht zu hier. Schön weit nach außen drängen. So. Kommt zu oder greif ihn mal ein bisschen an, ärger ihn mal ein bisschen, kitzel ihn ein bisschen. So, Runde 25 von 27. Drei Runden noch haben wir zu fahren. Oh, weit draußen. Boah, Gott sei Dank gibt es keine Strafe. Gott sei Dank. Das war ja ziemlich knapp. So, Tsunoda will es jetzt wieder wissen gegen uns. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Schwung mit. Hat ein bisschen funktioniert. Brechen wir mal hier ein bisschen den Windschatten. Lassen wir ihn mal innen reingehen. Dann können wir später bremsen, außen und... Ja. Die Linie war gut. Ricardo ist jetzt wieder Dritter. Oh, ich merke gerade, dass wir wenig Benzin gerade haben. Dass wir Minus sogar sind. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Gut, dass wir ein bisschen mehr Benzin vorhin mitgenommen haben, weil ich wollte eigentlich viel weniger mitnehmen. Naja, egal. Das kriegen wir schon hin. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Neue Strategie. Wir müssen jetzt langsamer in die Kurve einfahren, aber dafür schneller raus. Dann haben wir einen kleinen Vorteil. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, das funktioniert. Ey, das funktioniert, Leute. Mit dem langsamen Reinfahren und schnell rausfahren. So, und jetzt hier wieder ein bisschen Vollgas geben. So, und jetzt hier schön RS anmachen und dann vorbei raus hier. Sehr gut. Oh, da kommt Ricardo und wir müssen verteidigen. Und Tsunoda kommt auch noch. Gleich gehen wir zu dritt durch eine Kurve. Nein, später bremsen als sie. Boah, Leute, guckt euch den Scheiß mal an hier. Runde 26 von 27. In der vorletzten Runde passiert noch eine Kollision und wir sind draußen, ey. Und wir hätten jetzt so eine schöne geile Punkte, ne? Dafür, dass wir letztes Rennen rausgeflogen sind hier in Kanada. Sind wir jetzt wieder richtig stark zurückgekommen in Frankreich auf Platz 2. Das müssen wir jetzt auch halten. Ricardo kommt da, geht innen rein. Wir verteidigen wieder von außen wie immer, ne? Ey, wir sind in Runde 27 und guckt euch mal, wie viel Abstand Norris hat. 22 Sekunden, gleich schon 23. Oha, ne? Oha. So, hier nochmal vorsichtig. Lando Norris hat das Rennen jetzt schon gewonnen. Jetzt müssen wir müssen nochmal aufpassen, dass wir den zweiten Platz behalten können. So, schön langsam hier. Guck mal, guckt mal hinter uns. Wir haben richtige Putzkolonne da hinten, richtige Karawane. So, ja, schnell hier raus, ERS nochmal anmachen und dann kommen wir gleich über die Start- und Ziellinie und wir haben. Sind Zweiter geworden. Jubel! Top-Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke sehr. Wir durften heute spannende Duelle hier auf dem Paul Ricard Circuit erleben und es endet mit einem spektakulären Finale.
Stefan Müller war ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehalten? Stach eindeutig heraus mit all viel Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Professor vergrößert den Vorsprung der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das heute der Professor. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, natürlich sind wir wieder dabei, ne? So, wir sind Dritter in der Konstrukteursmeisterschaft. Wir sind ein bisschen nach vorne gekommen, haben Ferrari überholt. McLaren ist auch gut nach vorne gekommen. Wir müssen aufpassen, dass wir gegen Ferrari und McLaren wenigstens durchhalten können, wenn wir schon nicht gegen Mercedes und Red Bull ankommen. Auf jeden Fall zu Mercedes auch nicht mehr viel Abstand. So, Fahrerweltmeisterschaft, wir sind Erster, wir haben unseren Vorsprung wieder ein bisschen ausgebaut gegen Hamilton. Perez ist gut nach oben gekommen, Lando Norris auch, die anderen sind nach unten. Ricciardo ist auch gut nach oben gekommen, dafür, dass er jetzt Dritter, glaube ich, wurde. So, Verstappen ist gleich geblieben. So, und wir sind Fahrer des Tages geworden. Guckt euch mal an, von 22 auf 2, wir haben 20 Plätze gut gemacht. Mit einem Boxenstopp nur. So, was haben wir, was ist unten passiert? Oh, Mick Schumacher auf 16. Lundgren auf 21, ist er ausgeschieden. Vettel auf 9, Verstappen, Perez nur 7 und 8, das ist schlecht. Bottas auf 5 nur. Tsunoda auf 4, das ist starke Leistung von ihm. Ah ja. So, Rivalitätspunkte kriegen wir noch ein bisschen was. Teamanerkennung und natürlich das wichtigste Kohle, ne? So, da wären wir wieder zurück, ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Und abonniert den Kanal, das ist kostenlos, da würde ich mich sehr drüber freuen. Beim nächsten Mal sehen wir uns beim Rennen vom Österreich wieder. Na, das ist eine gute Strecke. Viel Opel-Geschwindigkeit, mal gucken, ob das was für uns ist. Und würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.